Genau so muss ein Wahlkampf starten. Noch einmal einen ganz, ganz großen Applaus für unser rot-weiß-rotes Team für Brüssel. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei seid. So, und jetzt darf ich gleich das Wort unserem ersten Redner übergeben. Und zwar einem starken, freiheitlichen Lokalmatador hier in Wien. Als Clubobmann im Wiener Rathaus schaut er unserer rot-pinken Stadtregierung ganz genau auf die Finger. Er ist eure starke Stimme im Rathaus. Einen Applaus für unseren Clubobmann Maximilian Kraus. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier und heute in Wien, in der Lugner City, im Herzen des 15. Bezirkes. Und die heutige Veranstaltung, die zeigt, dass wir Freiheitlichen stärker denn je sind. Die FPÖ, die ist wieder da. Und wir werden mit Harald Wilimski am 9. Juni zum ersten Mal einen FPÖ-Spitzenkandidaten zum bundesweit ersten Platz verhelfen. Harald, wir alle stehen hinter dir. Danke für deinen Einsatz. Liebe Freunde, wir Freiheitlichen, wir sind stärker denn je. Und wir kämpfen hier in Wien mit unserem Landesparteiobmann Dominik Knepp gegen den Räuber Rathausplatz, gegen Bürgermeister Ludwig. Wir werden ihn nächstes Jahr in Wien bezwingen. Wir werden dieses Jahr im Herbst mit unserem Herbert Kickl zum ersten Mal einen freiheitlichen Volkskanzler sicherstellen. Und wir werden am 9. Juni alle gemeinsam die FPÖ bei der Europawahl auf Platz 1 bringen. Das schaffen wir alle gemeinsam. Liebe Freunde, wir befinden uns hier ja in Wien im Zentrum von Europa, im Zentrum der EU und wir befinden uns auch im Zentrum des Wahnsinns der Europäischen Union. Von dort geht nur noch Wahnsinn aus, unter dem wir alle Wiener und wir alle Österreicher leiden müssen. Wir leiden unter diesen Bürokraten, wir leiden unter all den Dingen, die uns aus Brüssel vorgeschrieben werden. Liebe Freunde, und unser Wiener Bürgermeister, der ist kein Bürgermeister für die Wiener, der sich gegen diesen Wahnsinn stellt. Nein, dieser Bürgermeister Ludwig, der ist ein Freund und ein Fan dieser Brüsseler Fremdbestimmung. Und auch deswegen, liebe Freunde, werden wir kommendes Jahr Bürgermeister Ludwig demokratisch aus dem Rathaus jagen und Dominik Knepp zum Wiener Bürgermeister wählen. Und es gibt ja viele Parallelen zwischen Brüssel und Wien. Dort gibt es die Brüsseler Bürokraten rund um eine Frau von der Leyen und irgendwelche EU-Kommissare, die niemand kennt. In Wien gibt es den Bürgermeister Ludwig, der genauso ein abgehobener Bürokrat ist und keine Ahnung vom alltäglichen Leben der Wienerinnen und Wiener hat. Und die nächste Parallele ist, in Brüssel findet eine Islamisierung statt, die es sonst so wahrscheinlich nur in Wien gibt. Brüssel und Wien leiden unter Massenmigration, leiden unter Asylantenkriminalität, leiden unter dieser falschen Politik der Einheitsparteien, des politischen Systems. Und in Wien und in Brüssel sind wir Freiheitlichen die Einzigen, die gegen diesen Zuwanderungsfetischismus auftreten, liebe Freunde. Und das, was jetzt in Wien passiert, das ist ja wirklich unvorstellbar. Bereits jetzt haben in unseren Schulen eine Mehrheit der Schüler Deutsch nicht mehr als Umgangssprache. Liebe Freunde, das sind die linken Antidemokraten. Sie steuern unsere Veranstaltung. Wir lassen sie in Ruhe. Und das ist der Unterschied. Wir sind friedlich. Wir sind Demokraten. Das sind die wahren Faschisten.
und dass sie sich nicht mehr anders zu helfen wissen, als unsere Veranstaltungen zu stören, das beweist, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das beweist, dass wir immer mehr Menschen anziehen, während die politische Linke und das politische Einheitssystem eine Wahl nach der anderen verliert. Und wenn wir jetzt sehen, dass in Wien pro Monat eine Schule neu eröffnen muss, nur mit Migranten aus Syrien, über die Familienzusammenführung, dann erkennen wir hier, dass es sich hier um einen systematischen Bevölkerungsaustausch handelt, dass hier jedes Monat immer mehr Menschen nach Wien und nach Österreich gebracht werden. Die Europäische Union schaut zu, die Bundesregierung schaut zu, der Bürgermeister schaut zu, wir Freiheitlichen, wir sind das einzige Bollwerk in Wien und in Österreich und in Brüssel gegen diesen Wahnsinn. Und deswegen wollen sie uns bekämpfen, aber das werden wir nicht zulassen. Und ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, was sich letzte Woche in Hamburg abgespielt hat, wo tausende Islamisten ganz offen für die Errichtung eines Kalifats demonstriert haben. Sie wollen uns einen islamistischen Gottesstaat aufzwingen, wo nur noch die Scharia gilt. Liebe Freunde, wir wollen keine Scharia, wir wollen keine Auspeitschungen, wir wollen keine Steinigungen, wir wollen keine Entrechtung der Frauen. Wir wollen eine freie, eine demokratische Gesellschaft und wir sind die Einzigen, die sagen, Schluss und Stopp mit dieser Wahnsinns-Islamisierung. Liebe Freunde, und dass Sie das nicht nur in Hamburg auf der Straße verlangen. Nein, letzte Woche sind in England, in London sogar Anhänger einer islamistischen Liste in Parlamente gewählt worden. Sie scheuen nicht mehr davor zurück, auch bei Wahlen anzutreten mit eigenen radikal-islamischen Listen. Und liebe Freunde, wer sich in Wien in vielen Bezirken, im 20., im 10., aber auch im 15. Bezirk anschaut, der erkennt unsere Stadt schon lange nicht mehr. Und liebe Freunde, wir Freiheitlichen, wir sagen Heimfahrt statt Kalifat, weg mit diesem islamistischen Gesindel. Wir brauchen es hier nicht. Wir Freiheitlichen, wir sind die Einzigen, die unsere Heimat bewahren wollen. Und da macht auch der Vergleich sicher. Bei den Roten, da tritt jetzt der Andreas Schieder an, der ja ein abgehalfterter roter Systemling ist, der Wiener Bürgermeister werden wollte und gescheitert ist. Bei den Schwarzen und bei den Neos, da treten irgendwelche Opas an, die jetzt dort in Brüssel sich die Pension noch auffetten wollen. Und bei den Grünen, da tritt jetzt die Frau Schilling an, die ja in Wahrheit nur ein falscher 50er ist und die vielleicht eher einen Psychologen bräuchte, aber definitiv keinen Platz im Europäischen Parlament. Liebe Freunde, wir Freiheitlichen sind als Einzige auf der Seite der Bevölkerung und wir haben mit Harald Wilimski auch als einzige Partei einen Spitzenkandidaten aus dem Volk und für das Volk. Er kämpft für unser Volk, er kämpft für uns in Brüssel und er wird uns am 9. Juni zu Platz 1 bringen. Vielen Dank und Glück auf! Generalsekretär ist er die Speerspitze unserer Freiheitlichen Partei. Liebe Freunde, er mit euch gegen dieses System. Stillstand, den gibt es bei ihm nie. Er ist tagtäglich und unermüdlich für euch im Einsatz. Und es freut mich, dass er heute hier bei uns ist. Einen großen Applaus für unseren Generalsekretär Michael Schnellitz. Ja, vielen Dank, liebe Lisa, vielen Dank, liebe Freunde. Bumm, da kann man nur sagen, willkommen in der Arena. In der Arena, wir alle gemeinsam gegen ein verlottertes System.
Bis jetzt haben sie ja davonlaufen können. Bis jetzt, da haben sie es geschafft, dass sie sich gegenseitig nicht wehtun. Bis jetzt, da haben sie es geschafft, dass sie sich gegenseitig irgendwie den Steigbügel machen im System. Aber, liebe Freunde, spürt's das. Spürt's das, die Nervosität. Die sind so nervös, die Ersten sprengen sich schon selbst in die Luft. Stichwort Grüne, Stichwort Schilling. Und wenn man das so schaut, was dort passiert, da muss ja wirklich nur noch Mitleid haben mit denen. Das hat unser Harald ja gestern bei der TV-Diskussion gut auf den Punkt gebracht. Ein bisschen Mitleid, ein bisschen Fremdschämen vielleicht, mehr nicht mehr, die erledigen das selbst bei den Grünen. Einen Ratschlag habe ich trotzdem an euch. Solltet ihr dieser Guten heute zufällig irgendwo da über den Weg laufen, allein in den Lift einsteigen würde, nicht mit ihr. Kinder gefährlich werden, sicher ist sicher, weil sich die gute Schilling aus falscher 50er entwickelt hat. Und gut so, liebe Freunde. Ja, so sind sie im System. So sind sie. Aber bei euch ist es großartig. Da ist die Stimmung toll und da merkt man, da liegt was in der Luft. Da liegt was in der Luft, nämlich eine riesengroße Chance. Ja, da sind ein paar Schilling-Fans sind da. Grüße auch euch. Passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig irgendwie anpotzt oder Marik macht. Wir halten das ruhig aus. Ein Applaus für die letzten Versprengten, die es auch noch gibt unter denen. Bei uns ist es anders. Wir sind getrieben und getragen vom Positiven. Und man merkt, da liegt in der Luft eine riesengroße Chance. Eine riesengroße Chance auf eine positive Wende. Auf eine Wende zurück zu einer echten Normalität. Auf eine Wende endlich wieder zu einer Hoffnung. Auf eine Wende wieder hin zu einer Politik und dass endlich wieder Politik für die Leute gemacht wird. Für und nicht die ganze Zeit schnurgerade dagegen, wie das die letzten Jahre der Fall war. Und genau deshalb sind wir heute da. Wir sind dafür da, damit wir vielleicht die positive Wende einleiten. Die paar Hanseln, die Versprengten sind dazu da, dass sie mit dem System genauso weitermachen wie bisher. Aber wir werden ihnen schon zeigen, wo der Bartl in Most hält. Und wir werden die paar Versprengten auch noch eines Besseren belehren.